Und nun, Patrick Tauchert und Shole Abedini aus dem Projekt Solar Decathlon Team, die ja nun gerade in Washington den Preis 2009 eingeheimst haben unter der Obhut von Professor Hegger und seinem ganzen riesigen Team, die überraschenderweise nach 2008 das zweite Mal gewonnen haben, was nun keiner geglaubt hat, dass es passieren wird. Ein drittes Mal wird es garantiert nicht geben. Aber, Moment, das wurde mir von dem Team so gesagt, es gab einen Vorläufer, eine Vorläufer-Uni, die zweimal gewonnen hat und als sie es wagten, beim dritten Mal einzureichen, landeten sie auf dem siebten vorletzten Platz. Also Vorsicht. Ne? Aber nun, erzählt von euren Abenteuer auf der Washington Mall. Danke. Dankeschön. 2007 haben wir uns dann wieder der Titelverteidigung gestellt. Wir sollten ein solares Wohnhaus entwickeln für das Prototyp Wohnen 2015. Ein vorerst 16-köpfiges studentisches Team sollte dieses Wohnen selber entwerfen, planen und bauen. Aus vorerst 16 Konzeptideen haben wir bei drei Jurygängen erst 8, dann 3, dann auf 1 runter reduziert. Das mittlere, wir hatten ein Konzept aus unterschiedlichen Höhenniveaus, was wir dann barrierefrei gestalten sollten. Die Vorfertigung fand in Biberach statt. Wir haben dort die Tafeln vorproduziert. Entschuldigung. Das Ganze ging sehr schnell und sehr, sehr gut, sehr akkurat. Das hätten wir auf der Baustelle so niemals hingekriegt. Dann wird das Ganze nach Darmstadt transportiert und in Darmstadt haben wir es zum ersten Mal zusammengestellt gesehen. Außer bei einer Wand hat eigentlich alles zusammengepasst. Bei der einen Wand mussten wir dann auch ganz kurz mit der Kettensäge dran, aber es hat dann hingehauen. Kaum war der Rohbau beendet, mussten wir mit dem Innenausbau beginnen und haben dann die Fassade anmontiert und alles beendet und mussten dann aber auch schon das Gebäude auseinandernehmen. Das Gebäude hatte insgesamt 4 Module. Das waren sehr große Module, sodass wir die Container selber bauen mussten. Das war ein sehr, sehr bewegender und sehr, sehr toller Tag für uns. Am 23. August war es dann soweit. Das Haus haben wir weggeschickt. Wir haben gehofft, dass es sicher und trockenen Füßes nach Washington kommt. Es war sehr, sehr bewegend. Es war eine Mischung aus Angst, Stress, Erleichterung, Freude, Arbeitslosigkeit. Dann waren wir in Washington. So, mehrere Wochen später trifft sich das ganze Team das erste Mal auf der Mall. Im Vorfeld war eine kleine Gruppe von uns bereits in Norfolk und wir haben die Kisten soweit bereits ausgepackt, damit es weniger Arbeit nachher in Washington selber sein wird. Und hier treffen wir uns das erste Mal und sind gleich im Anschluss das erste Mal bei einem großen Team-Meeting vom Department of Energy, wo uns mitgeteilt wird, was auf uns zukommt. Direkt in der Nacht darauf, 0 Uhr, es geht los, die Trucks dürfen offiziell auf die Mall fahren, also die ganzen Trucks, die ganzen Krane und so weiter und so fort. Und man sieht jetzt hier halt sehr schön, wie eng das Ganze überhaupt ist. Also es gab auch wirklich Blockaden unter den Trucks und es war eine sehr stressige Nacht. So. Hier sehen wir jetzt schon den Morgengrauen, da hat sich schon einiges getan. Also im Laufe der Nacht haben die ganzen Teams ihre Felder vorbereitet, um eben ihre Häuser darauf aufzusetzen. Und man sieht hier auch, halt auch sehr gut, welche Teams überhaupt Kräne gebraucht haben und welche nicht. Also einige haben wirklich typische Trailer-Homes vorgestellt und die wirklich vorgefahren sind und einfach abgesetzt worden sind und das war es mehr oder weniger. Hier sehen wir unser letztes Modul, was gesetzt wird. Wirklich fertig mit den Module setzen waren wir erst am Nachmittag eigentlich. Und dann konnte man auch wirklich erst sich Gedanken darüber machen, was noch alles kommt. Sprich der ganze Innenausbau, der noch nicht wirklich fertig war, aber auch das ganze Außendeck, was wirklich verdammt viel Arbeit war. So, wie der Patrick schon gesagt hat, da war das Ganze jetzt eigentlich auch schon fertig. Wir hatten die Fassade hinter uns gebracht, wir hatten den Innenausbau geschafft und wegen dem Deck wären wir beinahe disqualifiziert worden. Wir hätten beinahe nicht die Zulassung erhalten. Es ging aber alles gut, dank Achim vor allem. Und wir hatten sogar noch ein bisschen Zeit, um Blumen zu kaufen und ein paar Dekoartikel. So, hier sieht man jetzt unseren Innenraum. Man kommt neben der Treppe rein. Direkt zur rechten Hand hat man die Küche, da vorgesetzt den Essbereich. Nach oben geht es zum Arbeitsbereich bzw. zu einem Gästebereich.
Schlafsofa und geradeaus durch sieht man dann das Schlafzimmer. So, jetzt haben wir den Blick von der anderen Richtung. Man kann das Bett komplett unter dem Boden verstauen. Man kann ein Bett oder zwei Betten herausziehen und wenn man eben eine Party hat, schiebt man das Bett herein und hat dann eine ganz, ganz große Fläche. Das hat für ein sehr gutes Aha-Effekt, Wow-Effekt bei den amerikanischen Besuchern gesorgt. Insgesamt war das eine sehr, sehr schöne Stimmung in Washington. Es war kein Konkurrenzdenken mehr unter den Studenten, sondern man hat sich sehr gerne ausgeholfen, ob das nun Bohrer waren, Schrauben oder eben auch Manneskraft oder eher gesagt bei uns Frauenkraft, weil wir hatten mehr Frauen dabei als Männer. Als der Wettbewerb dann losging, hatten wir einen sehr, sehr großen Andrang. Natürlich durch die Titelverteidigung, aber auch aufgrund dessen, dass wir die gesamte Fassade mit Photovoltaik vollgeklatscht hatten. Entschuldigung, voll hatten. Und jeder kommen wollte und schauen wollte, wie das ist, was das ist. Ist das denn tatsächlich? So, es gab ja mehrere Wettbewerbe, bei denen man die man bewältigen musste. Und hier haben wir jetzt mal eine Impression bei Nacht, bei der wir einen Dinnerabend ausgerichtet haben. Soll heißen, wir haben von unseren umliegenden Nachbarn, haben jeweils zwei Leute eingeladen und haben diese halt eben bekocht und halt eben den Flair unseres Hauses sozusagen präsentiert. Hier sehen wir jetzt, wie soll man sagen, das alltägliche Ritual des Leaderboards. Also hier sehen wir jetzt Sarah, wie sie eben die Teams jeweils verteilt. Das war einfach so als Einstimmung für das Publikum. Und wir haben uns die ganze Zeit so zwischen dem zweiten und dem achten Platz immer hin und her bewegt. Also es war bis zum Schluss absolut unkonstant. Dann, was wir hier sehen, ist einer der letzten Tage. Also so stellt man sich kein solares Wetter vor. Es war aber Fakt, dass die letzten vier Tage irrsinnig verregnet waren. Was aber die Besucher nicht davon abgehalten hat, trotzdem vorbeizukommen und unser Haus quasi zu befeuchten, wenn man so möchte. Also jetzt kommen wir hier zu den nackten Tatsachen. Also das sind so die Grafen, mit denen man sich alltäglich herumgeschlagen hat. Und was diese Grafik jetzt aussagt, ist in erster Linie die Energy Balance, also sprich den Energie, den Surplus oder den Plus-Energie, die man quasi erwirtschaftet. Und wir sind die Rosanen. For some reason und haben halt die ganze Zeit die Kurve angeführt. Und hier bis zum Schluss war uns, bis als First Place is Germany, war keinem von uns klar, was wirklich passiert, weil es war, die letzten paar Tage war, insbesondere diese Energy Balance wurde geheim gehalten. Niemand wusste, wer wo steht und wir haben auch im Vorfeld bei den Platzierungen immer so mitgehalten, aber waren nie ganz vorne dabei und von daher war das für uns alle eine Riesenüberraschung. Und so haben wir gewonnen. Vielen Dank, Scholli Abedini und Patrick Tauchert vom Sulla Decathlon Team.